Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es geht mal wieder um unseren i30N. Für die, die das ein bisschen verfolgt haben, wir haben ja letztes Jahr ein KW-Fahrwerk bekommen, beziehungsweise ein Hyundai-Gewindefahrwerk bei KW. Das wurde da eingebaut. War ja für David und mich war ja schon da Weihnachten. Aber ich würde sagen, heute ist Weihnachten, Ostern, Pfingsten, alles zusammen Geburtstag, denn wir bekommen neue Räder auf die Karte, Leute. Endlich. Und ich bin so geil drauf, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir haben euch ja gebeten, auf Instagram mal eure Vorschläge zu machen, was vielleicht auf dem Wagen gut aussehen könnte. Es sind wirklich unzählige Vorschläge gekommen. Wir haben uns alle angeschaut, wir haben dann ein bisschen gefotoshoppt und haben uns für ein Rad entschieden, das eigentlich von euch am wenigsten vorgeschlagen wurde, aber wir es am geilsten fanden. Ja, also es muss uns ja auch gefallen. Wir hoffen, euch gefällt es auch. Und zwar ist es Rotiform geworden. Ja, und zwar sind das 8,5 × 19 und zwar, Achtung, ihr könnt es euch schon wahrscheinlich denken. Rotiform LASR in Mattschwarz, Saturnschwarz, keine Ahnung. An der Stelle ganz großes Dankeschön an JP Performance, an den JP, an den Manu, an den Claudio, an die ganze Truppe, denn die haben uns die Räder so schnell besorgt und zur Verfügung gestellt. Dafür Dankeschön, denn die Saison geht jetzt los und wir sind einfach heiß drauf. Bevor wir die aber jetzt montieren, machen wir da noch eine Keramikversiegelung drauf, ja, vom Fusion Skin, die Keramik 3, einfach, dass sie sich dann leichter reinigen lassen. Und wenn wir dann schon dabei sind und sowieso dann die Originalräder unten sind, wir müssen ja das Fahrwerk dann ein bisschen an die Räder, an die neuen anpassen, werden wir auch hier die Bremssättel versiegeln, dann geht es einfach mit dem Bremsstaub, mit dem Gartenschlauch easy runter. So, und bevor wir die jetzt versiegeln, müssen wir darüber in die Halle, denn da ist schön warm, weil wir brauchen nämlich eine Grundtemperatur. So, das machen wir jetzt mal. Dann morgen. So, Felgen sind versiegelt, die konnten jetzt durchtrocknen, wir sind jetzt ein bisschen in der Zeit gesprungen. Ja, wir packen jetzt die Felgen, laden sie da ein. Ich hoffe, wir bringen sie rein, weil wir haben hinten noch das Clubsportnetz. Ansonsten muss das Clubsportnetz jetzt einmal raus, dass die Felgen reinkommen. Und dann fahren wir rüber zu unseren Freunden vom Hyundai Autohaus Stahlhacke. Die montieren uns dann die Reifen auf die Felgen. Und ja, wir bringen die rein. Ich hoffe. Oder, warte mal. Oh. Oh. Wenn nicht, musst du dazu noch eine Felge auf den Schoß nehmen. Kein Problem. Eine. Pass auf. Ja! So, jetzt muss noch eine rein. Alter, das wird tricky. Außer, ich nehme die aus der Kartonage raus und wir legen sie hinten da so rein. Ja, aber ich kenn's nicht. Ja! Passt. Tschüss! So, schau. Jetzt müssen wir bloß die Sitze so weit hinterfahren, dass die Felge nicht rumrutscht. So, dann kann die Felge nicht wegrutschen. Siehst du? Wahnsinn, ey. Hammer. Ich soll hier eigentlich Spediteur werden. Ja. So, also komm, wir packen noch schnell den Karton weg und dann fahren wir. Alles klar. So, da sind wir schon hier in Gummersbach beim Autohaus Stahlhacke Werke. So, wo stellen wir uns hin? Wir stellen uns mal da her. So, wir waren jetzt kurz drin. Wir müssen jetzt in das Auto hier in die Halle reinfahren, dann werden uns die Reifen montiert und der Apollo, der hat uns jetzt gerade gesagt, er hat noch eine Überraschung für uns. Also ich bin echt gespannt, was. Da werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Wow. Und ansonsten hätte ich gesagt, ich fahre jetzt mal rein. Du musst auf jeden Fall gucken, dass wir nicht hängen bleiben, weil die Hebebühne ist ganz schön hoch, ey. Ja, hast du das gesehen? Ich achte drauf. Ich gucke. Ja, achte auf die Kamera und auf die Hebebühne. Boah, die sieht. Was? Ganz ehrlich. Morgen, Herr Busfahrer. Wenn du von vorne so reinfährst, ne? Das sieht aus wie so, weißt du, so ein Hillclimber oder sowas. Nee, da ist noch Platz. Und weißt du, was ich vergessen habe, die ganze Zeit zu erwähnen? Nee. Aber wir machen das zum Schluss. Wir machen es so, wenn die Felgen drauf sind, dann lassen wir jetzt in dem Video noch eine Katze aus dem Sack. So machen wir das. Mm. Dann lassen wir noch eine Katze aus dem Sack. Aber erst, wenn die Räder drauf sind
dann hat es auch einen Grund. Die Jungs, die weitermachen, gehen wir mal vor und schauen mal, was für Überraschungen die für uns haben. Alles klar, let's go. So, was hast du jetzt für Überraschungen für uns? Ja, ich hab's extra eingepackt. Pack selber aus. Steht da. Das ist unser lang ersehnter i20N. Ah. Aber, weißt du was, nachdem es jetzt eigentlich um Felgen geht, machen wir dazu einfach ein komplett neues Video. Okay. Ja, also, wenn ihr das Video sehen wollt, wie wir das Auto abholen, und ja, ich bin gerade ein bisschen heiß gleich irgendwie gerade. Ja. Also wir machen auf jeden Fall ein neues Video draus. Weiter runter. Hinten finde ich es jetzt nicht verkehrt, aber vorne könnte noch ein bisschen was vertragen. Wir müssen jetzt, wenn wir dann zurück sind, setzen wir den kurz auf Keile, schauen wir, wenn er eingeführt ist, wenn wir den verschränken, wie wir da hinkommen, dass wir das Ganze nicht auch TÜV-konform dann machen. Und ja, weil ich ja vorhin schon erwähnt hatte, ne, wir haben ja das Auto ja schon Photoshops gesehen mit diesen Rädern. Und weil wir das Ganze so geil fanden, kann ich euch jetzt ein Geheimnis verraten, werden wir jetzt bald, ich denke mir in den nächsten ein, zwei Wochen wird es das Auto so mit den neuen Rädern schon als Duftbaum geben, als Artwork. Also freut euch da, gibt es bei uns im Shop. Richtig, richtig geil. Richtig geil. Was alleine schon die Farbe der Räder ausmacht, ne? Ja. Ja, ich hätte gesagt, wir fahren jetzt zurück in die Firma. Und dann müssen wir die nochmal runter machen. Wir schauen uns das an mit dem Fahrwerk. Und wir wollen ja noch dann die Bremssättel noch versiegeln. Das kann dann über Nacht aushärten. Ja, wir packen jetzt zusammen. Nehmen wir noch unser neues Auto mit, ne? Genau. Und dann geht's ab hier. So, ich hole schon die Keile. Und dann setzen wir einen vorne links und einen hinten rechts. So, schau mal, dass der Keil vorne nicht abhaut. Du musst da jetzt relativ langsam hochfahren. Also ja, ohne Schwung. Also ohne rutschen Schwung, die Keile also weg. So langsam fahren? Ja, genau, also musst langsam hochfahren, sonst schiebst du die Keile nach vorne. Das habe ich schon. Aber ich kann das nicht. Ja, ganz entspannt. Weiter. Stopp! Ja, so ist perfekt. Jetzt am besten Handbremse. So muss der eigentlich aussehen. Ja, so sollte der eigentlich aussehen, aber da wird es halt eng mit dem Lenken, ne? Ja. So. Also da haben wir Luft. Zeig mal. Da kommen wir locker noch hin. Ja, da kommen wir noch mit die Finger durch, schau mal. Mhm. So, und jetzt, pass auf, jetzt machen wir noch Folgendes. Wir schlagen mal ein, um zu schauen, ob er im eingelenkten Zustand angeht. Und was sagst du? Ist da noch 3 Kilometer Platz? 3 Kilometer! Andere Richtung. Ey, ganz ehrlich. Was sagst du, lassen wir den so oder schrauben wir den weiter runter? Ich würde sagen, wir machen das so, wie es im Gutachten weißt? Du hast recht. Vorgegeben ist. So machen wir es auch. Also ich fahre jetzt nochmal runter. Und dann schauen wir, was Abstandsmaß vom Gutachten her gibt. Mhm. Das ist eine gute Idee. Weil dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja. So, also ich habe jetzt mal nachgeschaut. Laut Gutachten brauchen wir 325 hinten, 325 mm vorne. Also von Radmitte zu Radhausunterkante. So. Und wir haben hier 326. Okay, hier haben wir 325. Also, was heißt das? Der bleibt wie er ist. Ja. Ja, aber er sieht ja gut aus. Ja, nee. Also, Team wäre schon geil, aber ja, so sind wir auf der sicheren Seite. Alles klar. Tjo. Ich bin happy. Ich finde das richtig geil. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch ein paar geile Fotos machen und ein paar geile Aufnahmen für Porn. Ja, ich habe nicht mehr viel dazu zu sagen.
Ich finde es geil. Ich habe mich schon lange drauf gefreut. Der David auch. Jetzt ist es endlich soweit. Möchtest du noch was sagen? Porn ab. Porn ab. Coaches, cause they can't read all his motions. How the kid never switch codes, but he codes with focus. Staring down your team with a frozen ice cold look that could end the summer solstice. Cause I'm more like the top dog. Keep on running game and the gang will accost y'all. I be calling plays from a plane while I'm off court. But we ain't the same, you a lame, I'm a mob star. Top dog on a stat sheet, off court, but I call plays for the athletes. When the cop cars try to catch me, cause I rolled off in a taxi. Put my feet up, I'm relaxing. Singing Figaro with no accent. While I pull strings from the streets in. Do it all with a straight face, I'm the kingpin. Top dog, top flow, boss mode, I'm the kingpin. Showstopper, top dog. They know I'm a dog and a beast, man. Ja, also wenn du auch nichts mehr dazu zu sagen hast, einfach nur danke an alle, danke an JP, danke an Stahlhackewerke, dass es jetzt so schnell funktioniert hat. Und ihr könnt gerne mal kommentieren, wie euch jetzt eben die LASR von Rotiform auf unserem i30N gefallen. Auch wenn ihr vielleicht teilweise für andere Felgen wart oder beziehungsweise andere Felgen vorgeschlagen habt, kommentiert das gerne mal hier unter dem Video. Ansonsten danke fürs Zuschauen, Leute, und ciao, bis zum nächsten Mal. I can see you soft, ever thought about retreating. If you never have, then they'll give you a